Nice to meet you, Mr. President. Ich freue mich, dass ich das so schöne Deutschland kennenlernen darf. Haben Sie Minuten Zeit? Natürlich. Ich habe auch Judo gelernt als Kind, so wie Sie. Ich habe 1989 haben wir alle arm angefangen. Warum ist mir denn leicht geworden und mir geht's schlechter, weil gelogen und geschworen. Verstehe sie. Wird sich um die Zukunft Russlands kümmern, die in den Kindern und der Jugend liegt. Wir werden Bildung fördern, demokratische Entwicklung. Wir werden Preise stiften für unabhängigen Sieger spielen nicht nach den Regeln, Sieger machen die Regeln. wird er am Gerichtshof beweisen lassen, dass wir unsere Firmen zu Unrecht besitzen, um mich aus Putins Willkür zu befreien, muss ich Amerikaner in die Firma holen und mit ihnen aus dem Geschäft zurück und gehe selbst in die Politik. Interessante Idee. Meine Stiftung Offenes Russland wird mir den Weg bahnen und zur übernächsten Wahl sich in eine Partei. Geben Sie uns Gesetze, und wir wollen uns daran halten. Errechnen Sie Steuersätze, wir werden sie bezahlen. Aber lassen Sie uns aus dem Schatten der Macht ins Recht treten. Denn auch die Regierung muss aufhören, korrupt zu sein. Korruption, 10% des Bruttoinlandsproduktes verloren. Die Korruption des Staates kostet Russland jedes Jahr 30 Milliarden $. Rechtsschutz wird von Staatsanwälten zur Bereicherung missbraucht. Das kostet etwas Hilflos zum Beispiel. Jetzt nehmen Konservative nicht mehr die Berufsschule vorgenommen. Hat die seine Steuer gezahlt. Mit ihrer Gier und ihrem Neid haben sie Russland als Häuser genommen. Das Volk erwartet von mir, dass ich diese Familie für Russland übernehme. Danke! Der Präsident Wladimir Wladimirowitsch Putin. Yes. 2030 hole ich mich mit 300 Millionen $. Ich übernehme die Leitung des Konzerns. Oh. frei, um das Ganze zu sehen. Nicht scheint mir nah, die Details verschwinden, doch der Zusammenhang wird klar. Ich habe alles geordnet, ihr seid sicher. Ich hatte recht, dieses Land Nicht aufrecht stehen. Willkommen, ich bin Michael Borisowitsch. Ivan Ivanovich. Bitte entschuldigen Sie, dass ich mich nicht mit Ihnen unterhalte, doch ich will diesen Brief noch schreiben und das Licht wird gleich gelöscht. Ist schon recht. Richtige ist, etwas zu tun, bei dem es für alle mehr wird. Manuela, ich glaube, das Richtige ist, gleiches Recht dem Machtlosen wie dem Mächtigen zu geben, gleiche Hoffnung dem Schwächsten wie dem Stärksten.